Morgen. Morgen, Ladies. Morgen, Captain. Na, Ralle, brauchst eine Einladung. Na dann! So. Handykiss. Mittagspause, und zwar deutlich. Hallo. Das ist ja nicht Ihre Schuld, Gabi. Das ist trotzdem schön. Sag mal, Meister, bringt ihr das Zeug auch mal weg hier, oder was? Ja. Hier sind Leute. Letzter, wa? Sagen. Guten Appetit, trotzdem, wa? Captain, du musst die Röhre um 90 Grad drehen. Ja, danke für den Tipp, Ralle. Weißt du, wie es geht. Ja. Ja. So, weiter mache ich. Danke. Ah, bitteschön. Also 8-mal Met für Tarek. Oh, endlich. 2-mal Schinken-Käse-Kombi für Ralle und 3 Wiener für diesen Schlawiner. Kannst du mir eine Villa in Grunewald schenken? Ist nicht dasselbe. Verbrochen, dass wir nicht nach Hause können. Und ihr habt eine Audienz. Was jetzt noch? Ah! Oh, hey. Hey, alles okay? Ah, wieder falsch aufgekommen, alles gut. Du musst mich nicht gleich anfummeln hier, ja? Mensch, wie sollst du dich immer fummeln? Sofort auskippen! Jawohl! Geht das schon mal in die Kantine, dann können wir anfangen. Ja? Wir haben eigentlich vor einer halben Stunde Dienstschluss gehabt, ja? Überstundenregelungen in Eilfällen, hast du den Vertrag nicht gelesen, Trash. Ich habe jetzt auch so einen Eilfall. Was hast denn du für einen Eilfall? Kannst du mitkommen aufs Klo? Was gibt's da zu lachen, hä? Dürfte aber ganz interessant werden, die Veranstaltung. Gerade für so ein Auslaufmodell wie dich. Wenn du den Chefposten hast, bist du ein ganz schönes Arschloch geworden, Rüdiger. Na los, zack! Mann! Hey. Hey. Sie sind, ich meine natürlich, ihr seid jeden Tag da draußen auf der Straße. Kommt zu Podedonski. Ihr sammelt mehr Müll denn je pro Schicht. Das, ja, ganz toll, Dirk, ganz toll. Wenn du morgen so viel Kraft hättest, wäre ich dir sehr dankbar. Aber ich freue mich, Arnon van der Heyden hier begrüßen zu dürfen. Von der Drees und Partner Consulting. Und er ist hier, um ein neues, prestigeschweres, prestigeträchtiges Projekt umzusetzen.
Was für ein tolles Unternehmen, das Sie hier haben. Wow! In Sachen Recycling sind Sie schon bundesweit führend. Doch darauf können Sie sich nicht ausruhen. Wir müssen jetzt die Weichen in Richtung Zukunft stellen. Und der Standort Berlin, Sie sind da ganz vorne dabei. Oh, Mahlzeit. Mahlzeit, Bernhard. Mahlzeit. Hey, Junge. Da nun endlich alle da sind, will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Meine Herren, Ihr Ticket ins nächste Jahrhundert. Die Dampfmaschine des digitalen Zeitalters. Müllroboter werden in Zukunft ihre Arbeit erleichtern. Hat der Degon Zapfahren? Das Gerät ist die neueste Entwicklung der Firma Robotic Solution und verfügt über nicht nur technische, aber auch soziale Kompetenz. Hey, Jungs! Hör auf mit der Scheiße! Was macht ihr denn? Donny! Was ist denn das wieder für ein Schein? Helf mir doch mal! Was macht ihr denn hier? Hey, warte mal. Danke schön. Ja, bitte. Ja, wir müssen das raus hier mal. Danke. Der Roboter scheint Sie schon richtig zu mögen. Ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das Ding könnt ihr unter Jux verbuchen. Respekt. Ihr neues Modell funktioniert richtig super. Also bitte richten Sie Ihre Kollegen bei Robotic Solutions meine Glückwünsche aus. Danke. Glückwünsche, das war doch ein totaler Reinfall. Menschlich klar, aber machen Sie sich da keinen Kopf. Wir ahnen schon, was auf Sie zukommt. Man kann das Unvermeidliche noch so nett verpacken. Herr Dorn, ja. Die Traglast des Hecktritts am Niederflurwagen ist wie groß? Habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich überprüfe das. Sie werden noch Ihre Freude an Dr. Keller haben. Ehrgeizig, effizient, unsentimental. Klingt wie ein Roboter. Sie sagen es. Doch zu unserem Programm. Testphase 4 Wochen und dann weiten wir das aus. Ziel ist wie vereinbart, 30 Modelle hier auf diesem Betriebshof und dann je 20 auf den anderen. Und das ergibt eine Personaleinsparung von 35 Mann alleine hier bei Ihnen. Ich kann es gar nicht erwarten, dass die Kiste in Serie geht. Krankmeldungen, Urlaubsanträge, blödes Gequatsche, alles Schnee von gestern. Sie werden sich aber ein bisschen gedulden müssen, ne? Es ist sehr wichtig, dass wir Ruhe in den Laden bringen. Brauchen wir es nicht mehr. Quatsch, Müllmänner werden immer gebraucht. Die Hälfte aller Arbeitsplätze werden in den nächsten 20 Jahren wegautomatisiert. Kann man nachlesen. Will das Ding denn in den Keller kommen mit den Rädern? Jeder Schub wird reichen. Ruhe reinbringen? Flughafen bauen wird leichter. Wäre auch sonst langweilig, oder? Hm. Sie schaffen das. Vom Müllmann zum Betriebsleiter. Sie wissen, wie diese Männer ticken. Ja, leider. Ja, übrigens, Ihr Büro könnte schon mehr Erfolgsflair vertragen. Ja? Was stimmt denn hier nicht? Thank you.
Na, Kowalski, heute schon was gegessen oder wieder nur gequarzt? Ja. Allerliebste Grüße von Gabi. Ah, danke, danke. Hast dich lange nicht blicken lassen. Wo warst du denn gestern? Sind wir verheiratet oder was? Ich hab zu tun, Arbeit, dies und das. Verstehe, verstehe, verstehe. Und die Gabi? Wie läuft's zwischen euch? Wieso? Wie soll's schon laufen? Die ist eine Seele. Willst du mir was sagen? So. Hast du wieder Munition im Revolver? Okay. Weißt du, was ich zu spät begriffen habe? Ein Herz kann auch mehrmals lieben. Oh, das ist aber schön. Kann es sein, dass du zu viel Schnulzen im Fernsehen guckst, deine alten Tage, oder? Und? Wie ist es gelaufen? 99,8% negative Reaktion. Yes! Wie geht es mit der Kalibrierung des Greifmechanismus voran? Fast fertig, aber für heute ist Schluss. CrossFit ist angesagt. Sorry, hab zu tun. Ui, analoge Dateien. Ja. Ist ja total retro. Fahrtenschreiber, Leistungsprofile, Routenpläne. Sicher, dass du nicht mitkommen willst? Hanna, du weißt aber schon, sitzen ist das neue Rauchen. Später, ich war noch bei Kowalski. Ha! Du bist auch mal wieder in die frische Luft. Ja, Susi. Viel Sonne gab's heute nicht, ne? Kann man auch nicht erwarten, dass im Winter jeden Tag die Sonne scheint. Außerdem mache ich's mir jetzt gemütlich. Ja? Hallo, Opa, wir sind. Papa, mach jetzt auf. Papa? Ja. Oh, toller Kuchen. Ja, für mich. Da schaffelt sich wohl wieder die Bügelwäsche, was? Das macht ja keiner. Mutti hätte dir die Ohren lang gezogen für die Antwort. Ist der ganz allein für mich? Nee. Wer will denn noch ein Stück? Hey, was soll das? Was machst du da? Was soll das Ding? Wir haben eine neue in der Redaktion, da habe ich mir gedacht. Nein, ich brauche keine. Papa, jetzt guck sie dir erstmal an. Ich habe übrigens ein schönes Plätzchen für Mutti gefunden. Mhm. In Steglitz. Gepflegt, ruhig gelegen. Schön, hat einen Engel an der Pforte, Sonne am Nachmittag. Annika Steglitz, das ist jetzt wieder JWD. Papa, der Dorotheenstädtische ist dir zu touristisch, der Waldfriedhof ist dir zu schattig, am Mehringdamm ist zu viel Verkehr. Wie lange soll Mutti noch verstauben? Ja, das macht gut. Ich geb's auf. So, bitteschön. Latte, Cappuccino. Hightech, Schnickschnack. Schön. Und, was sagt der Arzt? Nichts. Du warst schon wieder nicht? Annika, was soll der sagen? Schieben Sie keine Tonnen mehr und schonen Sie sich. Du kennst den Kiel, unseren Nachbarn, oder? Okay, der hat 40 Jahre auf dem Bau gearbeitet, hat einen Bandscheibenvorfall, ist nicht zum Arzt gegangen und jetzt sitzt er im Rollstuhl. Ganz was anderes, das passiert mir nicht. Du bist so ein sturer Bock, Papa.
Kannst du mal aufhören, dich dauernd in mein Leben einzumischen? Ich komme gut alleine klar, ja? Ach so. Komm, Pauli, Opa ist lieber alleine. Das ist doch Quatsch, Schätz. Was soll denn das? So habe ich das doch nicht gemeint. Nee, geht doch jetzt nicht. Was soll denn das? Annika, jetzt sei doch nicht so kindisch. Man gleich eingeschnappt. Kommt jetzt hinten genug. Sag mal tschüss zu Opi. Tschüss, Opa. Tschüss, Lein. Tschüss. Was hat das für dich jetzt wirklich? Und? Nix. Bei dir? Ja, auch nichts. Hab die Wohnung nicht gekriegt. Aber dafür die Nummer der Maklerin. Kleiner Trost, hä? Ja. Also gut. Bis du was findest, bleibst du bei mir. Hä? Ich meine, mit 23 wieder bei den Eltern einziehen, das geht ja nun mal gar nicht. Danke. Du, hast du das heute mit Werner mitgekriegt? Was? Sein Rücken? Er gibt sich wieder. Nee, das gibt sich nicht. Also der schleppt sich krass seinen Apfel für sein Alter. Das wird immer schlimmer. Das lass ich mal besser nicht hören. Lauschiges Plätzchen für dich. Mach dir mal keinen Kopf. Lass mich nur nicht so drängeln von unserer Kleinen. Ja? Was ist aber los? Ich bin schon spät dran heute. Ich muss dringend den 124er noch kriegen, weißt du? Tschüss. Vorher mal die Zündung hinten klemmt, ja? Nicht dran rumruckeln. Oder auf den Knopf so wild rumhämmern. Ja. Du musst mit Gefühl ran. Okay. Ja? Ja? Nur bei einer Lady, weißt du? Alles klar. Michi, oder mal nicht mal nur dumm nicken, sondern zuhören. Von dem Mann kannst du was lernen. Ja, vor allem, wie man schlampig arbeitet. In der Beuße 32 wieder 2 Tonnen stehen geblieben. Da muss mehr Sorg fallen. Dann Riesenstau in der Rickleff. Das geht zu langsam. Und in der Rostocker FA wieder Licht angelassen. Kann überhaupt nicht sein, Gary. Gerald. Weißt du, wie du's das war da unten, Geraldine? Guck mal, ich habe mir eine richtige Beule geholt. Siehst du das? Da, siehst du? Bin ich froh, dass ich dich bald nicht mehr sehen muss. Oh, verlässt du uns, aber schade. Nee, aber du. Du stehst ganz oben auf Dorns Abschlussliste. Hab's auf seinem Schreibtisch gesehen. Mitarbeiter, die durch Roboter ersetzt werden können. Kannst genug, Mann. Schau mal rein, ich komm gleich, ja? Pauli. Na, endlich. Der Chef hat dreimal angerufen. Gut siehst du aus heute, Töchterchen. Du kannst froh sein, dass es klappt mit der Sonderfahrt. Na, sag mal lieber dem Supermann da hinten, der soll seinen Röntgenblick abstellen. Stell doch mal den Röntgenblick ab! Hast du die Orthopädin angerufen, wie ich dir gesagt habe? Los, bis später. Guten Morgen. Guten Morgen, Werner. Wie macht die Presse? Und wie viel Müll passt da hinten rein? 10.000 Kilo. Gut so, auf geht's. So, genau, setz dich mal hin und anschneiden. So, jetzt schön hinsetzen, ne? Dass ihr nach vorne fällt. Nein, nee, Rückspiegel muss frei sein. Ja, komm schon. Ja, mach mal schon. Ja, zur Seite, okay?
Kleinen in die Schule gebracht. Jetzt mal sehen sollen, wie sich gefreut hat. Auf keinen Fall. Das Team ist am besten. Erfahrung, Gehirn, Muskelkraft. Optimal, um den Prototypen zu testen. Trash läuft fast am Stock. Büyük-Türk ist dumm wie Brot. Und Ralf Schieber ist null belastbar. Meine Auswertung der Leistungsprofile zeigt was ganz klar... Was sind für Leistungsprofile? Werner Tresch, seit 1985 bei der Müllabfuhr. Ralf Schieber, ein IQ von 120. Tarek Büyük-Türk, ein Kampfgewicht von 81 Kilo. Nein! Werner Tresch war 1987, 92, 96, 2001, 8, 12 und 2016 Mitarbeiter des Jahres. Was machst du heute Abend? Was ist das? Ich will die Fotos zu dir geschickt haben. Ich bin alles gut, was geht, aber? Das Brot, wisst ihr? Das Hausbrot. Ach du Scheiße. Raumschiff Enterprise, Alter. Totale Wahnsinn. Ich meine, das ist totale Wahnsinnsdesaster. Aber was soll das? Ich reiß die ganze Scheiße hier wieder raus. Hier. Was soll das? Guten Morgen. Ich sehe, Sie haben schon die kleinen Modifikationen in Ihrem Fahrzeug bemerkt. Mode was? Veränderungen. Klein. Ich reiß den ganzen Krempel wieder raus. Wenn Sie dann einsteigen würden, ich bin startbereit. Ach, Sie sind startbereit. Positiv. Oder gibt es noch Fragen? Ja, wie lange dauert das, bis das Zeug wieder draußen ist? Wir haben noch was zu tun. Ich auch. Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Don! Das würde ich jetzt nicht machen. Don, bleib stehen! Bleib! Hey! Warte, du Feigling! Hey! Halt mal stehen, Mann! Don! Don! Hol die Computerscheiße aus meinem Auto! Jetzt bleib mal hier, Mann! Don! Don, ich warte dich schon! Sonst was? Sonst haust du mich? Hättest du mal ein bisschen besser aufgepasst in Mathe. Aber so gehst du jetzt auf Tour mit Frau Dr. Keller und dem Gerät. Ich fahr hinten mit. Was? Hinten! Was ist das denn? Sag mal, bin ich jetzt oder was? Das ist der PZTO 431-5000. Wir nennen ihn auch Dirty One. Ja, vielleicht erklären Sie uns mal kurz, was Sie vorhaben. Ja. Ich erforsche Optimierungspotenziale in Abfallentsorgungsbetrieben auf Basis von Substituierungsmaßnahmen humanbasierter Arbeitsmodule durch cloudbasierte Robotik. Aha. Ja, sie möchte, dass Roboter uns die Arbeit erleichtern. Und das fühlst du gut, oder was? Ich hab's ja bloß übersetzt. Momentan befindet er sich noch auf dem Level des mechanischen Lernens. Also folgt der Stuhl einer Programmierung, weiß wenig von seiner Umwelt und kann sich nicht selbstständig verbessern? Schon, aber Aufgaben, die er gelöst hat, kann er speichern und wieder abrufen. Kognitives Lernen also. Cooles Kerlchen. Wow, das ist echt ein Anblick für die Götter. Ich habe auch vieles neu machen lassen. Ehrlich? War's teuer? 95.678,76 €. 95? Hey, das ist ein Schnäppchen. Kosten ohne Roboter. So. Was ist denn das hier eigentlich alles? Statistische Auswertung der Roboterleistung. Mhm. Da wird gemessen, wie schnell der Roboter arbeitet, wie viele Tonnen der am Tag ausleeren kann, etc. Ich hab das verstanden. Hey! Hey, ey, was soll das? Entfernen Sie das Scheißhaus sofort von meinem Laden! Hey! Ich rede mit Ihnen. Das ist zur Hürthestraße 53. Ja, was soll ich da reinbeißen, oder wie? Das ist mir Schnuppe, wo das hin soll. Hier auf jeden Fall nicht, ja? Weg damit. Ich wollte nur nett sein. Was ist denn daran nett?
Guten Morgen, Jan. Morgen. Morgen, Jutta. Kalt heute, wa? Allerdings, hallo, Jutta. Du, ich sag hinten Bescheid. Sind übrigens noch Buletten und Champagner übrig von gestern? Ja. Ausstellungseröffnung. Naja, lass mal. Okay, dann. Halle, lass mal Tarek. Haben wir andere Probleme? Viel zu schwer für uns. Ist das ein Roboter? Ah, glaub's ja nicht. Pack mal da an. Das ganze Wunder ist Das ist doch gar nicht so schwer. Das ist kein Problem. Mike, aber nur immer. Kalle, du solltest auf jeden Fall mal ins Studio. Ja. So. Das ist Squats bis zur Hebe. Mir liegt eine Vase. Ab im Untergrund, wa? Ja, das ist rein in die Stube. Extra Besichtigung für uns. Danke. Und abwärts. Da komm nur rein, du Blechkiste. Das übersteigt die momentanen Fähigkeiten von Pizza T04. Dirty One. Dirty? Bis gleich. Heute flügst du es wieder. Die ist süß, die Kleine. Ich weiß gar nicht, was du hast. Aber soll das enden? Wie soll das weitergehen? Bei jedem Stopp verlieren wir eine Minute. Ich habe noch was anderes vor. Captain, schau doch mal. Bisher haben wir 38 Minuten 20 Sekunden verloren. Das Ding muss entsorgt werden, sonst werden wir nämlich entsorgt. Und die Kleine soll wieder zurück auf die Uni studieren. Captain, die Frau ist keine Nervensäge. Die macht nur ihre Arbeit. Trotzdem, das Ganze muss ein Ende haben. Aus. Das süß finde ich hier trotzdem. Dann kommt die Kiste nicht mit, was? Ja, ja, halt doch mal. Achtung, Verfolgung. Ich hab's okay an der Mütze. Ja, Dörte kann auch nicht mit jedem, wa? Dörte? Bitte. Wir machen ihr das Leben ganz schön schwer. Wie man eben in den Wald reinruft. Stehst du auf die Frau Doktor? Nee, wieso? Na sicher. So wie immer, lasst es euch schmecken. Ah. Ja, ich häng dir gleich noch Gewinde um den Hals. Lass gut sein, Werner, ich hab das im Griff. Das ist so laut. Was ist? Naja, Oh, feier, das ist mir peinlich. Geht ruckzuck, Jungs, ich krieg gleich ein neues. Mach's nur mal warm, ne? Ja, ja, mach ich. Versteh ich nicht. Ich hab die warme Nacht. Nicht akzeptabel. Technischen Fünfbahn. Ist das schwer? So einen Doktor machen. Wo ist der Trisch jetzt hin? Irgendwie finde ich das sexy. Doktor sein. Da finden einen doch alle sau cool, oder nicht? Wollen Sie nicht vielleicht einen Kaffee? Die heißt doch Dr. Keller, oder nicht? Finger weg! Gucken, nicht anfassen. Hoch.
Bist du baff, wa? Was machst du für eine Flappe? Mach ich gar nicht. Brauchst du jemanden zu bemeckern? Nee, brauch ich nicht. Hier, deine Tabletten. Ah, tschüss. Macht Fortschritte. Gut, und mit den Jungs? Habe ich mir schon gedacht. Anna, die dürfen die nicht überrennen. Seien Sie nett. Nett? Ja, Sie wissen schon. Möchte bitte, danke, ab und zu ein Lächeln. Wir brauchen Ihre Unterstützung. Mhm. Leute, ich bin eben mäßig. Tschüss. Ihre freien Radikale? Moleküle, die gefährlich instabil sind, weil ihnen ein Elektron fehlt, sie greifen die Zellen an. Ist gesund. Super Green, Red Bang und Deep Purple. Wir sind Männer, keine Kaninchen. Herr Biotik? Ich bin schon freien Radikal, danke. Später vielleicht. Sun is shining. Hi. Hi. Ich glaube, wir haben uns letzte Woche gesehen. Ich dachte mir jetzt, ja, ich lasse dich auf einen Kaffee ein. Oder drei. Tarek! Was macht ihr denn? Komm. So, komm. Hopp! Warte, 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 gerade, gerade! Nee, Captain, mach das nicht. Ist viel zu schwer. Dann müssen wir auch noch auf Tarek warten. Ach, Mann. Was ist denn hier? Das Ding weg. Leute, was macht ihr hier? Kann man euch nicht eine Sekunde allein lassen, oder was? Die Kraft des Roboters übersteigt ihre um das Vierfache. 700 Newton statt 150. Ja, ja, noch was?
Ich höre sehr gut. Ja. Es war nur eine Information, Herr Trisch. Der Wagen wird gewartet heute. Und der Roboter? Wie soll ich den da runterkriegen? Herr Captain, Blutfleck vom Roboter? Nee, von mir eine Tonne. Die ist aber jetzt schon rein, was? Naja, sieht schlimmer aus, als es ist. Wir müssen was machen. Ich rede mit ihm. Dörte aber nicht zu. Dörte muss weg, das hat der Captain selbst gesagt. Was? Der Kackroboter! Vergiss die Kleine. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Du stehst doch voll auf die Keller, das ist doch ein Blinder. Die ist wenigstens nicht so doof wie du. Ralle. Stellst du dir das vor? Keine Ahnung, du bist das Brain. Lass dir was einfallen. Okay, raus damit. Also gut. Ein Virus könnte helfen. Geil. Grippe, Magen-Darm. Nicht die Keller, ihr Roboter. Ein Computervirus. Damit bringen wir die Software durcheinander. Hammermann, du bist der Beste. Dr. Keller, guten Tag. Sind denn Tresch und seine Jungs? Keiner mehr da? Kann ich Ihnen helfen? Ja, Sie sehen ja, was hier los ist. Ja, das sehe ich. So. Oh. Die afrikanische Schnabelschildkröte ist ganzjährig aktiv. Während lange Winterreifen und vielen Wintern nutzt sie sie auch selbst gegraben. Sie ernährt sich überwiegend pflanzlich. Susi, was soll ich machen? Tresch? Guten Abend, Werner, hier ist Gabi. Gabi? Du hast heute Abend schon was vor? Ja, prima, wollen wir uns treffen? In einer Stunde. Im Ballhaus Käse. Ballhaus Käse? Aber. Prima. Krawatte nicht vergessen, ja? Dann bis nachher. Tschüss. Moment mal. Ballhaus Käse. Oh.
Hallo? Guten Abend, Werner. Dreh dich mal um. Andere Richtung. Soll ich mir Alena amüsieren? Ja, sieht ganz schön schick aus, Gabi. Kommst du? Ja. Schick. Danke. Willst du auch einen? Nee, gar keinen Fall. Ja, also ich meine schon, aber ich trinke lieber ein Bier. Genau, das darfst du sein. Gerne ein Bier, ich gerne. Mhm. Was machen die Bauarbeiten? Naja, wie überall in Berlin, ja nicht. Geht der nicht an die Nieren? Nee, da muss schon ein bisschen mehr passieren, um Gabi Herz unterzukriegen. Oh. Weißt du? Das war zum Wohl. Danke. Was macht die Blechbüchse? Na. Als ich damals meinen Job verloren habe. Ja, es geht ja nicht um Job verlieren. Nee, ich will nur sagen, das war im Nachhinein betrachtet das Beste, was mir passieren konnte. Ja. Endlich mein eigenes Ding machen. Wäre ja auch ein bisschen schade, wenn du immer noch Handys zusammenschrauben würdest. Ne? Ja. Schließt sich eine Tür, dann öffnet sich eine andere. Ja. Lass uns endlich daten. Träum weiter. Ich will mit dir nur über Werner reden. Zu zweit? Bei Kerzenschein? Ganz klar ein Date. Ja, ganz klar. Und pass auf, ja. Mein Vater sollte nichts von unserem Date erfahren. Du kennst ihn ja. Nur zu gut, ja. Und einer schönen Frau wie dir erfülle ich jeden Wunsch. Ist klar. Mhm. Es passt per diente, well, tempo, pensando, pensando. Ja, dann hat mein Ex sich so ein junges Ding geschnappt und unser ganzes Geld verbraten. Mhm. Einen auf laut Kacke hat er gemacht. Aber als die Knete weg war, hat die Grete ihn sitzen lassen. Mhm. Wen hast denn du unglücklich gemacht? Ich? Hm? Niemand. Mhm. Raus damit. Sekunde mal frische Luft. Sorry, bin gleich wieder da. Warte mal. Was ist mit meinem Vater bloß los? Wieso? Na, er redet nicht mit mir. Das hat mir halt nicht Nuss. Weil ich kann ja aushelfen. Ehrlich, zum Beispiel. Wir treffen uns, ja? Zum Update, so, und ich halte dich auf dem Laufenden. Wir reden dann auch nur über Werner, wenn du willst natürlich. Meine Frau ist vor 3 Jahren gestorben. Autounfall. Ärzte haben sie dann in so ein künstliches Koma versetzt. Ach, mit den ganzen Technikapparaten aus Amerika und ganzes Programm. ABS hat versagt. Ja, so ist das mit der Technik, ne? Werner, das tut mir leid. Ja, scheiß Technik. Sag mal, der traut sich ja was. Da drückt der Spaß mal hinten. Weil auf der einen Seite ist der Roboter. Sag mal, Papa, was machst du hier? Jetzt will ich gerade mal von dir wissen, das. Captain, sie ist nicht, wonach es aussieht. Und was sieht's denn aus? Papa, willst du uns nicht vorstellen? Was? Frau Gabi. Ach so, ja, das ist Annika, meine Tochter, das ist Gabi. Ich schmier morgens die Schrippen. Freut mich, so nennt man das also heute. Aber wenn du glaubst, dass du hier deine Casanova-Geschichten hier mit meiner Tochter abziehen kannst, dann hast du dich aber geschnitten. Papa, das kannst du Papa, hör auf, hier läuft nichts. Annika, ich dachte doch. Aha. Wir machen uns Sorgen um dich. Was? Tarek hat mir von dem Roboter erzählt, von der Abschlussliste. Warum weiß ich nichts davon? Weil es nichts zu wissen gibt. Papa, ich mach mir Sorgen, dass du dich irgendwann noch mal tot arbeitest. Ach, so Blödsinn. Ich sag dir mal eins. Ich weiß genau, wie es läuft. Du hast mit deinen Geschichten meine Tochter hierher gelockt, dass du sie anbaggern kannst. Nein. Sie wollte mich sehen, sowas. So, mir reicht das jetzt. Weißt du, Wolle? Du rufst mich an, wenn du wieder zur Besinnung kommst.
Also. Tut mir nochmal leid wegen vorhin. Also bei mir brauchst du dich nicht zu entschuldigen. Ja. Also vielleicht hat ja deine Annika ja nicht so unrecht. Du bist eben nicht mehr der Jüngste. Lass dir doch helfen von dem Roboter-Dings. Du fährst ja auf Fahrstuhl. Ja. Danke für den besonderen Abend. Was ist das da? Elektrozigarette. Was macht denn ihr hier? Na, rauchen? Ich habe euch im Visier. Ciao, Gary. Gerald. Wir haben noch 10 Minuten. Scheiß S-Bahn, was denkt der sagen? Du musst jetzt so früher nehmen. Mama, ich glaube, ich muss mich bei euch entschuldigen. Ja, ich war ein bisschen knurrig so in letzter Zeit. Sag mal, diese Dörte da, wie viel zieht die weg? Ungefähr die Vierfache. Oh, ist aber ganz schön, oder? Weil ich habe mir überlegt, vielleicht sollten wir es doch mal ausprobieren. Vielleicht kann die ja was. Vierfache. Ah, guten Morgen. Na? Sagen Sie, dürfte ich den Roboter heute auch mal steuern? Damit Sie ihn gegen die nächste Wand fahren können? Bestimmt nicht. Ja, ich weiß. Tut mir wirklich leid wegen gestern. Wir hätten helfen sollen. Ja, da hat er recht. Hat er wirklich recht? Ja, also wirklich. Hat er wirklich recht? Verarschen kann ich mich selbst. Das war mir zum ersten Mal ein Satz, den man von Anfang bis Ende versteht. Na komm, alle. Dr. Keller! Negativ, ich kann jetzt nicht. Oh.
Bitte. Das kann nicht sein. Sie müssen es runterfahren. Einfach runterfahren und rebooten, dann geht das. Nein, schon. Nein. Dr. Keller, bitte. Das ist eigentlich ausgeschlossen. Das ist jetzt nicht optimal gelaufen. Soll das jetzt eine Entschuldigung sein, oder was? Ich denke, bei der Übersetzung des Clashes in den abstrakten Zwischencode, da muss irgendwo was falsch übersetzt worden sein. Na, sind Sie jetzt zufrieden? Ja, Frau Dr. Keller, reicht das? Ha? Null Garantie für weitere Attacken auf die Menschheit mit dieser Blechkiste? Vergesst, was ich vorhin gesagt habe, Kinder. Hey, wenn meine Stimmungskurve im Minusbereich ist, dann denke ich an meine Lieblingszahl. Pi, 3,145. Ja, lassen Sie sich einfach mal in Ruhe, ist gut. Ja? Jetzt wollen wir zu den anderen gehen, wieder? Ganze Scheiße raus aus meiner Kutsche jetzt. Ihre Aggressionskurve ist eindeutig im roten Bereich. Ich mach das nicht mit. Sag mal, was ist denn eigentlich los? Ja, ich mach das nicht mehr mit hier, die Scheiße. Bist du jetzt völlig durch? Der Roboter. Du bringst die Sachen sofort wieder da rein? Nein, nichts passiert dir. Nichts. Ich schmeiß dich raus. Ja, ich habe eine bessere Idee. Entschuldige dich bei meiner Enkeltochter. Ich kann Dr. Keller nicht erreichen. Ich bin sicher, dass Tresch und seine Männer mit der Sache was zu tun haben. Warum? Gerald hat heute Morgen Ralf Schieber und Tarek Büyüktürk am Roboter rumlungern sehen. Kam ihm verdächtig vor. Was? Manipulation? Ralf Schieber kennt sich auf jeden Fall gut mit Computern aus. Hallo Werner. Hallo. Oh, Werner! Hey! Captain! 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 Beruhigt euch mal. Wow. Ey, großartig! Absolut großes Kino, Mann! Ja. Hey, mir hast du mal eine richtige Ansage gemacht. Ja, jetzt flutscht der Scheiß wieder, oder? Absolut. Ja, ohne dich wären wir doch. Naja. Im Grunde viel egal. Prost, Prost, Prost. Der Original Steinzeittechnik. Das ist ja total analog, ey. Ihr seid so süß, ey. 20. Jahrhundert, ja. Die arme Keller, bei dir steht der Job auf dem Spiel. Und wir machen die fertig. Du kannst sie ja trösten. Und außerdem ist das komplette Gegenteil. Sie sägt an unserem Job. Stimm den Mut, Papa, dass dein Job dich gefährdet, aber jetzt, Pauli. Hallo. Dr. Keller. Sie? Ja. Geht es Ihnen gut? Nicht wirklich. Das tut mir wirklich leid, wegen PCT-04 4000, also 5000. Das war nicht Ihre Schuld. When you live a lie, you spend all of your time getting high. But drunken nights won't bury your fears. So, I was feeling right all along. Ja, na komm. The sky. Wie spät ist es? Let's travel to the Mars. A nightclub is a rocket ship. Was ist los? Then the cars.
ich muss Ihnen was sagen. Ja? Wegen dem 5000, dem Roboter. Das war nicht Ihr Verschulden. Ich mache mir nichts vor. Aber das Leben ist voll von Störvariablen. Fehlerwahrscheinlichkeiten sind unvermeidbar. Ja, aber manchmal, da wird man für Fehler bestraft, die man nicht gemacht hat. So wie bei Ihnen? 98, die Verspätungskrise bei der Bahn und Sie derjenige, der den Kopf dafür hinhalten musste? Ich habe Ihre Akte gelesen. Dann wäre es aber nur fair, Dr. Keller, wenn ich auch Ihre lesen darf. Hanna. Zeit für einen Landgang, bringe Date mit. Hey, ich bin's. Ja, genau, der die Wohnung nicht gekriegt hat. Pass mal auf, was machst du denn heute? Mhm. Okay. Alles klar, dann bis später. Das habe ich auch schon gehört. Das ist aber ganz recht. Das ist es. Das ist ein bisschen Junggesellenbude. Ehemaliger Lastsegler, holländischer Werfbau. 90 bis 100 Jahre alt. 96. Alles original. Da kennt man den Liebhaber. Danke. Danke dir. Wofür? Für die Endorphinausschüttung. Ich dachte schon, ihr wollt mich neutralisieren. Manchmal kann man sich täuschen. Alles okay? Ja, ja, Moment. Motherboard zerstört, Manipulation im System. Was? Sag's einfach. Hanna! Warte! Was ist denn? Du! Du warst das? Die ganze Nacht. Bist du meine Mutter oder was? Hanna hat's rausbekommen. Oh, was denn? Dass du Jungfrau bist? Nee. Das mit dem Virus. Scheiße. Wo ist Werner? Holt noch den Tourenordner. Was gibt's, Gary? Zieht euch warm an. Ein Virus ist scheinbar im Umlauf. Was ist denn hier los? Verabschiede dich von deinen Kollegen. Was ist denn für ein Quatsch?
Jetzt tu nicht so scheinheilig. Deine Leute haben dem Roboter ein Virus verpasst, woraufhin der Amok gelaufen ist. Du sprichst ja wohl. Jetzt erspar mir die Komödie. Hier von wegen als Jux verbuchen. Captain, das stimmt, was er gesagt hat. Wir holen jetzt ihre Papiere und geben Schlüssel ab. Das ist meine Schuld. Ich habe sie dazu angestachelt und ich übernehme auch die volle Verantwortung. Werner. Nein! Gibst du mir das schriftlich? Was machst du da? Wenn die Jungs dafür bleiben dürfen. Das hättest du wohl gerne was. Warte! Wacht, Eva, wacht, Eva. Nach dem Vorfall mit den Schulkindern könnten zu viele Entlassungen für noch mehr schlechte Publicity sorgen. Wenn er geht, dann haben sie doch, was sie wollten. Na gut. Aber deine Hackfresse, Trash, die will ich hier nicht mehr sehen. Kamera! Werner! Mach das nicht! Lass mich einfach in Ruhe. Mann, lass gar nicht zu! Ja! Zurück an die Arbeit! Hey! Ich warne euch. Jeder, der nicht sofort zurück an die Arbeit geht, kann gleich packen. Das ist ja gut. Hallo, Frau Herz. Hallo, Annika. Ist der Werner bei Ihnen? Nee. Die haben ihn heute gefeuert. Fristlos. Kommen Sie erst mal rein. Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Mhm. Nicht um Werner. Der ist ein starker Mann. Der taucht schon wieder auf. So weit muss man erst mal wegstecken. Ja. Ich weiß, aber... Der ist schon groß. Der hat doch schon ganz andere Sachen überlebt. Hat er Ihnen von meiner Mutter erzählt? Hm. Auch, dass sie schon seit 3 Jahren tot ist. Auch, dass er immer noch ihre Urne im Schrank hat. Thank you.
Endlich. Nicht besser machen. Was draus? Das ist doch eine alte Männertour. Kann man sich da nicht einbrechen? Hi. Na? Da ist er ja wieder. Was hast du denn ausgefressen? Ausgefressen? Wieso? Ich dachte, ich komme einfach mal vorbei. Mir rein und gelaunt und sehe eine tolle Frau. Hör mal, Werner, pass auf, der Vermieter, der nervt, ja. Die Baustelle da draußen ist nicht mein Programm. Dann haben sie mir zwischenzeitlich noch einen Strom abgestellt. Und jetzt kommst du auch noch. Ja, ich dachte, ich komme einfach vorbei und unterstütze dich, ja? Was hast du denn angestellt? Ich habe gehört, dich haben sie vor die Tür gesetzt. Susi, ich habe... Susi? Bin ich nicht, ich bin Gabi. Ja. Du, da hat sie aber deinen Blick ganz schön getrübt. Mir schöne Augen machen und eine andere im Visier haben, ja? Das brauche ich nicht. Da hast du völlig recht, aber sie ist mir so rausgerutscht, das ist mir total peinlich. Ja, das ist peinlich und wie? Du weißt, was ich noch nicht brauche? Das ist ein Kerl, der was Neues anfängt, bevor er die alte Sache abgeschlossen hat. Da habe ich andere Erwartungen, tut mir leid. Aber ich wollte dich doch jetzt nicht. Hast du aber. Ich wollte dir einfach nur einen wunderschönen Tag wünschen. Du kannst mich mal mit deinem schönen Tag. Wann wolltest du mir denn beibringen, dass du noch mit deiner Verstorbenen zusammenlebst? Ich fass nicht. Gabi. Ich bin keine Lückenbüßerin, Werner. Und jetzt ist besser, du gehst, ich hab zu tun. Pack ich noch gleich zu, ja? Die Leine! Das ist nicht wahr. Doch, mindestens 30 von uns werden betriebsbedingt gekündigt, wenn die Testphase durch ist. Werner wüsste, was zu tun ist. Und? Was machen wir? Langsam mache ich mir Sorgen, Werner. Hörst du mir zu? Warte mal. Ich kenne so eine Ärztin. Hä? Die schreibt uns alle krank. Hey, ich bin's. Alle krank gemeldet. Nichts zu machen. Ann, was machen Sie jetzt?
Sie sind doch hier der Berater. Nein. Müll ist Ihr Problem. Ich bin für das Raubauprojekt zuständig. Ja, aber... Wo? Ja, aber... Da. Papa, ja. Soll ich wenigstens heute mal pünktlich sein können? Tut mir leid, heute ist nicht mein Tag. Das ist schon leid. Es ist schön, dass du an Mama gedacht hast. Ja. Mama find's gut. Ja, die Störung ist bereits bekannt. Ja, wir sind da dran. Ja. Hallo? Ja, die Störung in Charlottenburg ist bereits bekannt. Wir sind da dran. Ja. Ich muss auflegen. Rüdiger Dorn. Herr Direktor, ja. Eine sehr missliche Lage, ja. Aber ich kann noch nicht. Okay, gut. Ja. Wieder. Ja. Schöner Tee. Ah, danke. Ach, brav. Sag mal, was ist los mit dir? Hm? Die haben sie gefeuert, die Mülltonnen quellen über vor Dreck und du sitzt da wie eine Ölgötze. Ich weiß auch nicht, warum das Zeug da noch rumliegt. Draußen auf der Straße sieht es auch aus wie Sau. Weißt du es nicht? Was? Die streiken. Was? Wegen dir. Wegen mir? Das war eure Idee, ja? Tarix. Und ich hab die Leute zusammengetrommelt. Was soll denn dieser Scheiß? Das ist für dich. Für die Kollegen. Ich kann für mich alleine sorgen. Was heißt für die Kollegen? Was für die Kollegen? Was? Weil Dorn der Lack auf uns abschießen wird, wenn er mit dem Roboter weitergeht. Ja. Das ist ein amtlicher Streik, was wir hier machen. Ja. Natürlich. Ja. Aber jetzt haltet doch mal die Schnauze. Wie seid ihr eigentlich unterwegs?
Habt ihr das mal draußen gesehen? Die halbe Stadt verkommt zur Mülldeponie und ihr schläft hier in aller Ruhe euer Bierchen. Kann doch wohl nicht wahr sein. Die Leute da draußen, die verlassen sich doch auf uns. So wie ich mich bei meiner Tour auf mein Team verlassen konnte. Ha, Ralle, als die Bahn dich ausgeschmissen hat, konntest du dich auf mich verlassen. Und du auch, Wolli, als es schwierig wurde mit dem Job. Haben wir dich mit durchgezogen. Nein, wenn es einmal ein bisschen zwickt, da schmeißt man doch nicht alles gleich hin und streikt. Und die Leute da draußen in ihrem Dreck sitzen lassen, könnt ihr doch nichts dafür. Wir haben uns doch alle für die Mülle entschieden. Ja? Und ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, so ganz schlecht werden wir nicht bezahlt. Ja? Und es geht auch nicht nur um Müll. Müll, Dreck wegbringen. Wir haben eine Verantwortung den Menschen da draußen gegenüber und eine Aufgabe. Dazu haben wir uns entschieden. Also. Und für mich war es immer eine Ehre, für die Mülle zu arbeiten. Und ich hoffe, für euch auch. Ja, also. Los, ihr Pfeifen. Kommt mal aus dem Knick und ab zur Arbeit. Ich krieg ein Bier. Kleines. Geschlossen. Besuchsbesen. Ist ja für die Kaninchen oder so, ich trage da waren. Entschuldigung. Es tut mir leid. Komm rein. Was ist denn los mit dir? Komm mal mit. Hey, was ist da passiert? Die haben mir das Wasser abgedreht. Was? Nicht mehr abwaschen, keinen Kaffee kochen nicht. Ach, das ist ja scheiße. Kann den Laden dicht machen. Der Keks ist ja die Essen. Oh, komm. Komm her. Ja, doch angekrochen. Ich würde mal sagen, keine falschen Illusionen. Was ich beim Captain hatte. Komm, Jungs. Trash. Hey. Na, Jungs. Ja, ich weiß, war letzter Zeit ein bisschen schwierig mit uns. Aber na, ihr fehlt mir, ihr Pfeifen. Brauche euch. Danke. Schon gut. Bis umsonst. Wir sehen uns Montag um 6. Noch ein paar Tage, dann wird das Projekt ja zum Erfolg erklärt. Ja. Ist doch schön. Trotzdem möchte ich nicht in dein Haus stecken. Über der Stress, Kollegen wie mir. Ja. Pass auf dich auf, Rüdiger. Hätte ich nicht gedacht, dass Sie das so hinkriegen. Wir müssen zuallererst die Zielvorgaben einhalten. 5 Tage die Woche alle Mülltonnen entleeren. Ja, aber dann machen Sie einen großen Fehler. Die Automatisierung, die wird kommen. Und dann werden Sie der große Fortschrittsverhinderer. Müll wird weiterhin von Müllmännern entsorgt. Was uns ausmacht, trotz aller Ecken und Kanten, ja, ist aber Menschlichkeit. Mensch, Holger,
Du bist meine Rettung. Morgen. Ja? Moin. Bist du? Ich bin Teil. Wie bist du? Ja, voll. Okay. Ha. Für Werner, da geht immer was. Viel Erfolg damit. Oh, danke. Klar. Oh, danke, Holger. Du bist ein Schatz. Immer wieder gerne. Sehr geil. Danke nochmal. Danke. Tausendzweihundert Liter Trinkwasser, 1A Berliner Qualität. Na, das hat auch seinen Charme, ne? Das hilft dir zwar nicht, dass du hier so schnell wie möglich raus musst, aber immerhin. Man, improvisieren haben wir ja gelernt, wa? Sowas gibt's nur im Märchen. Naja. Zu mir hat mal eine wunderschöne Frau gesagt, schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere. Ja, naja, man muss ja mal Glück haben. Zwei Stunden hast du gesagt. Entschuldigung, Papa. Was mit deiner? Danke dir. Der Film hatte Überlänge und ja, Monika wollte noch was trinken, weißt ja. So, ja, komm, schon die ganze Zeit geschlafen. Ja, ich muss auch ins Bett da, weißt du. Ja, aber Monika auch so schick wie du? Danke, Papa. Good time. Na, dann mal ab auf den Sperrmüll damit, was? Wie bitte? Na ja, mit dem Humor, das kriegen wir noch hin. Also ich hätte mal so ein, also Dirty ist ja, ja, der Roboter hat ja also mehr Power als jeder von uns. Ja. 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 Und, naja, ich meine, da kann man sich ja schon vorstellen, dass, dass deine Dörte hier vielleicht... Was? Das... Naja, also wenn Dörte jetzt hier anfangen würde. Ich meine, jetzt so richtig anfangen. Ja? Was ich eigentlich sagen will... Stopp! Die Stadt Potsdam startet ein Pilotprojekt. Die wollen Dörte und ich leite das Projekt. Ach so. Ich falle euch aber gerne noch mal auf die Nerven. Na, Captain, heute noch eine kleine Show-Einlage? Morgen, Ladies. Morgen, Captain. Na, wie war der Film? Oh, ja, das war so ein ganz langweiliger Schwarz-Weiß-Film. Aha, aha. Ja. Yes, you need a man, a big furry man, deep in a bridge, oceanic abyss. You need a man, yes, a big furry man, who's waiting for you ever. Yes, I'm the man, the big furry man, go with me wherever I go. With me, I will be hot foamy milk and got coffee. You get dressed, wear your best, don't keep your big man waiting. Now the time of laying, I'll show you my wedding chest. Yeah. Was ist jetzt los? Was denn da zu glotzen? Bin noch nie entrümpelt? Also, ich glaube, die hat genau mein Fachgebiet. Captain, bin gleich wieder da.
Deine Schule.